Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wer von euch hat schon mal selber Zahnpasta gemacht? Ich zeige euch, wie ich es mache, nach einem Rezept von einer netten Kosmetikerin. Ich habe gerade Salbei, Pfefferminze und Thymian aus dem Garten geholt und gieße eine Tasse Tee auf. Zehn Minuten hat der Tee gezogen und nun nehme ich die Kräuter heraus und lasse den Tee durch ein Sieb. Dann füge ich einen Esslöffel Meersalz hinzu. Falls ihr Kochsalz oder Steinsalz habt, geht das natürlich genauso gut. Als nächstes gebe ich einen Esslöffel doppelt kohlensaures Natron hinzu, also Natriumhydrogencarbonat, NaHCO3. Nach Rezept sollte es doppelt so viel sein, aber so viel habe ich nicht mehr da. Nun kommen ein paar Tropfen Propolis-Tinktur hinzu. Ich habe sie von einem Imker erworben, der das Propolis, wie üblich, in 70%igem Alkohol gelöst hat. Und nun mische ich nach und nach weiße Tonerde unter. Die bekommt man in der Apotheke. Meist haben sie nicht vorrätig, aber sie bestellen sie. Ich gebe so viel Tonerde dazu, bis die Mischung die gewünschte Konsistenz hat. Und fertig ist die Zahnpasta. Ja, und dann viel Spaß und Genuss beim Zähneputzen.